Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Nia und herzlich willkommen zum dritten Life is Strange Let's Play. Ja, Freunde, heute gibt's mal die erste Folge tagsüber, nicht nachts, deshalb ist die Atmosphäre natürlich auch wiederum ein bisschen anders. Aber wir machen ja weiter mit der nächsten Folge. Ihr habt in die Kommentare geschrieben, dass ich auf jeden Fall immer, wenn da mehrere Personen sind, auch zu jedem gehen soll. Weil das kann auch so ein bisschen Einfluss auf die Story haben. Man erfährt Dinge, die man vielleicht am Ende dann vergessen hat zu erfahren, beziehungsweise nicht mitbekommen hat. Und deshalb ist es sinnvoller, am besten jeden Charakter anzusprechen, den wir sehen. Und das werden wir auch machen. Ich will ja das Spiel nicht durchrushen, ich will es verstehen. Und viele von euch meinten, das Spiel soll ein Meisterwerk sein und dass dieses kleine Mädchen euch an Clementine erinnert. Ja, ich weiß nicht, ja, vielleicht leicht, aber jetzt nicht optisch so, vielleicht so von ihrer Rolle, ich weiß es nicht so, aber mich tut sie nicht unbedingt an Clementine erinnern. Deshalb können wir auch einfach mal hier ein bisschen rumlaufen und uns die Sachen hier angucken, weil vieles am Ende vielleicht auch eine gemeinsame Bedeutung hat. Hier sehen wir zum Beispiel auch so Dinger. Sei wachsam auf dem Campus, befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist, lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir eine gratis Campus-Alarm-App runter auf www.blackacademy.de. So, mal draufgehen auf die Seite, gucken, ob es das wirklich gibt. Das wäre lustig, ey. Aber das sind halt so kleine Dinge, Leute, hier, dass man sich alles anschaut. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Thanks for the warning. Vortex Club, coming soon. Boah, bald dicker Club am Start, der Vortex Club. Bald gibt's hier dicke Party. Also ich würde sie, ich weiß jetzt, ich habe viele Sachen vielleicht auch nicht so richtig direkt mitbekommen. Ich muss wirklich aufpassen, Alter. Manchmal, da geht mir etwas rechts rein und links raus. Gebe ich wirklich zu, Leute. Deshalb müssen wir uns hier mal ein bisschen mehr konzentrieren bei solchen Spielen, weil hier muss man wirklich sehr aufpassen, ey. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Auf Brooke stehen. Da sind so viele Namen wieder im Spiel, Leute. Max, Zimmer, Tafel. Aber auf jeden Fall geht es ja darum, dass wir jetzt diesen USB-Stick nehmen und ihn zu Warren bringen. Und der soll hier drin sein. Wir hatten letztes Mal so eine kleine Diskussion hier vor der Tür gehabt mit diesem einen Vibe, das jetzt abgehauen ist. Und jetzt geht's weiter hier. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um hier. Uiuiui, wen haben wir denn da? Haben die einfach alle keine Gesichter? Aber ihr meintet, in diesem Spiel sollen einem Werte vermittelt geben, die einem sonst nicht so vermittelt werden. Und deshalb bin ich wirklich sehr gespannt auf dieses Spiel und hoffe, ihr begleitet mich auf dieser Reise dabei. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Cheerleader, Alter, das gibt's kaum. Dana takes her Blackwell spirit seriously. Das ist in Amerika viel publiker, sage ich. Publica, wie heißt das Wort dafür? Ja, mehr Publik, more public than in Germany, because in America they make immer dancing, dancing. You know what I mean, bro? Nein, Spaß. So, der USB-Stick müsste jetzt irgendwo hier liegen. Das liegt er ja. Aber wir gucken uns nochmal hier ein bisschen um. Wir reden mal mit ihr. So, was passiert, wenn man sie eigentlich ansehen? Dana really does look stressed about all this. Ja, da war ja irgendwas, dass die eine, die letzte Folge geklopft hat, sich an ihren Freund rangemacht hat oder so. Irgendwie sowas. Ich dachte, da wären gerade Pringles auf dem Tisch hier, ey. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria ist fies. Victoria ist fies. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Ist ein netter Kerl. Was meinst du? What do you mean? Oh, nothing. When you opened the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Okay, also scheint irgendwas auf dem USB-Stick drauf zu sein. Ey, am Anfang ist hier wieder so viel Story, Alter. Die ganzen Namen, Victoria, Warren und so. Da muss man sich erstmal reinfinden, Leute. Das ist einfach so. Ich gucke mir auch immer die Folgen danach nochmal an und versuche das alles dann nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Ja, wir machen jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir nochmal mit dir reden? Das will ich mal gerne Now wissen. I feel too wiped out to leave. Alles klar. So, ansehen. Das It would be a cool sticker without the words. Okay, Vortex Club ist anscheinend so eine Clique, aber ist jetzt kein Club. Ich glaube, das wäre so ein dicker Partyclub oder so, aber ist es nicht. This is both sad and pathetic. Was steht denn drauf? Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich zu, aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. XO Logan. War halt eine richtig gute Schrift, oder? Finde ich auch. So, jetzt haben wir es eigentlich so gut wie alles hier angeschaut. Gucken mal weiter. Ich versuche wirklich alles mitzunehmen, was mitzunehmen ist. So, da oben haben wir auch schon angeguckt. Da ist der USB, ist der Laptop. Gucken wir uns mal den Laptop an. Ooh, Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Das Facebook, ja, gucken wir da mal rein, oder?
Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. Freunde, 1083 Abonnenten. And yes, Max, so terribly wrong. Trevor, was geht denn an? Justin belegt die Couch mit Super Mario. Wenn du willst, kannst du rüberkommen, was rauchen und spielen. Oder wir gehen spazieren. Sag Bescheid, ich bin hier immer noch. Bin hier immer noch hier. Hallo? Ha, guck mal, der hat ja nicht geantwortet. Seht ihr unten rechts Trevor? Es ist voll geil, Mann, Alter. Es ist voll geil, das Spiel irgendwie, ey. Wir müssen uns wirklich mit allen befassen, Leute. Das mache ich auf jeden Fall. Da ist der USB-Stick. There's that damn flash drive. So. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Rare Chase again. Wenn wir hier reintun, haben wir nicht auch einen eigenen Laptop? Weil sonst sieht ihr das ja mit. Ich will ja diesen Ordner Max mal sehen, was da drin ist. Das will ich mal echt sehen. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. So. USB-Stick, verrückte Experimente, Hausaufgaben, das unglaubliche Filmarchiv des Warren G, die besten Serien aller Zeiten. Da gehört zu mir ganz klar Prison Break, Kram, nicht runtergeladen, unerwünschter Gast, unheilige Unzüchtigkeiten, Max. Ey, ich will mal diesen Ordner sehen, Mann, ich will diesen Ordner Max sehen, ihr auch, Leute? Würdet ihr das denn echt machen? Ich weiß nicht. Ey, nein, das wäre voll scheiße, Mann. Ich würde es, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, ey. Das ist wieder so ein Ding. Ja, das ist schwierig, Leute, würdet ihr das machen? Oha. Aber wir können die Zeit zurücknehmen, das habe ich voll vergessen, ey. Tafel ist hier, wir können jetzt hier rausgehen. Wohnheim der Mädchen verlassen, wir gucken einfach mal hier. Ist Tafel, wir können nirgendwo rein, ne? Wir können mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Max Zimmer, das ist ja sein... Das ist ja von dem Warren heißt der Typ. Eieiei, die ganzen Namen, ey. Ich komme so durcheinander. Ich habe sogar schon den Namen von unserem Charakter vergessen, ey. Ich muss mich besser in das Spiel hineinfinden. Ich glaube, das ist sogar... Ist das nicht wirklich sogar unser Zimmer? Das müsste unser Zimmer sein. Ah, hier können wir den USB-Stick reintun. Jawohl. USB-Stick. Machen wir USB-Stick hier rein. Mal gucken. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the party bus. Scheiße, ich kann's nicht machen, ey. Not that I would open it, no matter how tempting. Ah, Mann, Alter, das ist so eine Sache, ey. I have my self-respect. Ich wüsste nicht, ob ich das machen würde oder nicht, Leute. Ganz ehrlich, ey. Wenn das ein guter Freund ist, auf keinen Fall, aber... Ich glaube, das sind nur so normale Schulfreunde. Ich weiß auch, was ist das hier, Leute? Ihr müsst mir auch mal ein bisschen helfen teilweise so, weil ich krieg manchmal nicht alles mit, wie gesagt. Ist das jetzt hier so ein, sage ich mal, Wohnheim? Die hat keine Eltern, die wohnt hier einfach, was steht denn da? Wohnheim, okay, Wohnheim. Ja, okay, ist dann ein Wohnheim für die Schüler der Schule da. Wir gucken einfach jetzt mal, gehen raus. So. Sitzt die immer noch hier auf der Treppe? Ne, die ist weg. Die haben ja letzte Folge richtig geil ver... Fuck this shit! Oha! Damn, I better rewind. Ich spule besser zurück. So, schnell zu ihm hin. Sprechen. Get so. Lost, hipster. I'm not... Fuck this shit! Ow! That hurt! Ja, können wir nochmal zurückspulen. Jetzt müssen wir mit ihr reden. Warnen. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Oh. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Aber diese Tat wird Konsequenzen haben, Schmetterlingseffekt. Aber dadurch ist ein Fenster kaputt gegangen. Und das kann auch Konsequenzen haben. Machen wir ein Foto davon, ne? Beweismaterial. Das Spiel macht voll Bock, Mann. Ich fühle mich da richtig rein, Alter. Das ist echt genau für mich das Ding. Mal gucken, was sie sagt, wenn man das ansieht. Now that's what I call instant karma. Ja, Mann, das ist Karma, Bitch. Glad to see our campus is eco-friendly. So, was können wir jetzt tun? Wir haben gerade eine Nachricht bekommen, auf jeden Fall. Oha, was ist das denn? Ziel, ich muss mich mit Warren auf dem Parkplatz treffen. So, ich wurde an der... Ah, okay, das sind hier... Das ist, glaube ich, ihr Tagebuch, ne? Alter, was ist das denn? Das ist ja echt krank. Boah, was ist das für ein Tagebuch, ey? Den Beweis für Victorias Lügen geliefert habe, sammelt dich wollen so das Basic ein. Das ist gut. Das ist gut, Leute. Das muss ich mal demnächst machen. Das ist doch nämlich so ein Tagebuch. Da steht drin, was sie gemacht hat. Hier steht es ja mit dem USB-Stick drin. Dana war merkwürdig drauf, aber wir lästerten über Victoria und ich denke, sie fühlte sich danach besser. Wir sprachen über Warren und Dana. Deutet an, er mag mich. Igitt. Okay. So, das sind die Charaktere, die wir bisher haben. Wir heißen Max. Okay, wir heißen Max. Jefferson ist unser Lehrer. Schulkameraden, die einen, die fies ist. Victoria, der Direktor. David,
Nathan. So, Episode 1 sind wir ja gerade. Das sind die Orte, die wir bisher freigeschaltet haben. Victoria hat uns eine SMS geschrieben. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gelesen. By the way, danke, aber wir sind keine Freunde. Okay. Also wir haben ja sie getröstet und sowas. Aber sie sind trotzdem keine Freunde, hat sie geschrieben. Warren hat auch eine Nachricht geschrieben. Auf dem Weg, bye. Okay. Alles klar. Es macht voll Bock, als ob man so wirklich gerade ein Leben von einer Person spielt. Ne? Das ist cool gemacht. Aber die Frage ist, wie kommen wir zum verdammten Parkplatz hin, ne? Dem Spaß, die rede ich hier bestimmt nicht, oder? Oder sagt, was sagt er? Get lost, Hipster. I'm not doing any interviews. Hipster, was für Interviews? Denkt da einer auf College da oder was? Was ist denn in den Baum geritzt? Graffiti? Don't take it out on the tree, loser. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt zum Parkplatz. Die Frage ist, wo ist der Parkplatz? Steht da Main Building? Ich weiß nicht genau, wo der Parkplatz ist. Wir schauen einfach mal nach. Zum Parkplatz, ja, perfekt. Dann gehen wir jetzt mal zum Parkplatz. Wenn das Spiel schön. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Foto machen, eingreifen. Fuck! Foto machen, eingreifen. Ey, hier hat man genug Zeit, sich zu entscheiden. Foto machen, haben wir ein Beweisfoto. Wir machen erstmal ein Foto. Ja. Wir machen erstmal ein Foto. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Das ist denn für ein Wichser, ey. Das ist die eine, die bei uns am Tisch saß, die immer so ruhig ist, ne? Das müsste sie gewesen sein. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Okay. Zurückspulen geht nicht? Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. Ich spule mal zurück. I could rewind and try something different. Aber das ist wiederum auch ein bisschen scheiße, Leute. Soll ich sagen, warum? Weil man kann dann immer seinen Fehler wieder gut machen, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Das ist ein bisschen blöd, ne? Seid mal ehrlich, Leute. Jetzt greifen wir ein und gucken, was jetzt passiert. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Ja, jetzt sind wir bei ihm scheiße da, aber bei ihr sind wir gut. Ja, was ist das lieber? That was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Ja, wir haben mir geholfen. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Okay. Maybe I should rewind and mind my own business? Ey, die ficken gerade so meinen Kopf hin. Ey, soll ich wieder zurückspulen? Ey, Leute, Mann, das ist gerade so ein Abfuck. Das ist aber eigentlich doch gut, dass es so gemacht ist, weil so ist sie jetzt... Ja, aber die Frage ist, in welchem Zusammenhang, in welchem Bezug stehen wir zu der einen, der wir gerade geholfen haben? Das ist alles schwierig. Ich denke mal, wir lassen das erstmal so. Das war schon gut, dass wir da eingegriffen haben. Das Foto müssten wir eigentlich noch trotzdem haben, aber... Wir haben... Jetzt blöde Karten bei dem einen Typen da. Na, egal. Wir machen weiter. Ich bin gespannt, wie das Spiel weitergeht, Alter. Bisher ist das cool. Ich find's cool, Mann. Leute, lasst es mich mit dem Daumen nach oben wissen, wenn es euch das Auge fällt, Mann. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das Treffen jetzt mit dem Warren. Ich versuche jetzt wirklich immer aufzupassen und mir auch mal diese Tagebücher durchzulesen, weil dann erfahren wir auch mehr. Wir können ja auch mal später oder pausieren, dann könnt ihr mal durchlesen, wie ihr wollt. Weil ich denke mal, ihr habt schon hoffentlich alles so gut es geht verstanden. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Ja, siehst du? Sie bereut es selber nicht. Es gibt ja auch wieder tausend Sachen, die wir ansehen können. I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Good thing I don't have a car. Yet. Aber was ich scheiße finde, dass man, wenn man was angesehen hat... Who toilet papers a bike? Wenn man was angesehen hat, dass man es immer wieder ansehen kann. So, wisst ihr, ich meine? Deshalb weiß ich nicht, wer, was ich manchmal schon angesehen habe. The whole town is turning into one giant missing persons poster. Junge, Junge, Alter. Das wird auf jeden Fall was auf sich haben, Leute. Wir werden auf jeden Fall noch in diese Story verwickelt werden. Ich kann meinen Arsch drauf wetten, ey. 100 Stapel vermissten Poster. Damn, somebody is seriously devoted to putting up these posters. Das ist auf jeden Fall eine gute Aktion, der sich das zur Aufgabe gemacht hat. Guck mal, wirklich an jedem Auto klebt das. Was haben wir denn hier? Können wir auch reingehen? Zeichnen?
That layer of dust is begging for my finger. Na komm, zeig dir mal was. It's not a dirty window unless somebody writes clean me on it. Was macht die da jetzt? Oha. Diese Tat wird Konsequenzen haben. I could use this picture for a series on Arcadia Bay lots. I'm so dirty. Ich bin so schmutzig. Erwartet man da gar nicht von ihr, ne? Aber warum wird das Konsequenzen haben? Ey, wenn irgendwann dieses Konsequenzen da angezeigt wird, ey, da denke ich mir, scheiße, spule ich mal lieber zurück. Aber ne, ich werde jetzt hier nicht jedes Mal zurückspulen, Alter. Auf keinen Fall. So, da ist jetzt dieser Warren, wir gehen jetzt mal zu ihm hin. Max, get your ass over here. Ja, ich bewege meinen Arsch zu dir. Überall die vermissten Fotos. Graffiti, was steht hier drauf? I wonder how long before Samuel has to repaint that. B-Tart. Keine Ahnung, Mann. Come on over here. Ja, please. Chill doch mal. Ansehen. And there's Warren. Did he actually buy a used car? Voll das hässliche Auto, Alter. Das gucken wir uns erstmal an. Look at Warren in his Wayback Machine. Voll hässlich. He's a brave man. Ey, da würde ich lieber Bahn fahren anstatt so ein Auto. So. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Warren's mom. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Wirklich? Ah, ich möchte nicht darüber reden. Ah! Nein, Mann, was für wirklich? Ich will doch kein Geld für ein Foto, Alter. I don't want to talk about it. Jeez, you're a little miss sensitive today. I wouldn't push your luck, Warren. Not in the mood today. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Ich war beschäftigt. Habe ich nicht gesehen. No, I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles, drama queen. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Geht mal gar nichts gesehen. Warum soll ich denn anlügen? Ich hab den Film nicht gesehen. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Faster Pussycat Kill Kill, wie kommt's gar nicht? Wie kommt's? How so? Sensitive usually means won't be having sex with you. Oh god, you need a sensitive woman to kick your ass. If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. Klar. But you seem distracted. Ich muss etwas besprechen. Ja, muss etwas besprechen. Sag mal, ich komme jetzt mit dem mit ins Auto, Alter, klar. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. Jetzt habe ich das falsch verstanden. Incredibly Guck mal, das habe ich total falsch verstanden. Ich dachte, sie meint damit, ich muss mit jemandem reden. Sie muss jetzt weg und mit jemandem reden. Aber sie will jetzt mit ihm über die Sache, glaube ich, reden, dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Und dieser Warren, ich weiß nicht, wie der tickt. Ich hätte es ihm nicht erzählt eigentlich. Ich würde gerne zurückspulen, aber geht leider nicht, Mann. Bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal, now. Answer me, bitch! Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. I told him the truth. A student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what? Give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Beruhig dich. Take a step back, Nathan Prescott.
Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Boah! Gib dem eine Kopfnuss. Hey, leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom! Oha. Alter. Max? Chloe? No way. You again. Warren! No! No, I got this! Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! Nobody! Das ist ja die eine, die wir vor dem Tod gerettet haben, ne? Kleine Wackeldackel. Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Eigentlich wärst du tot. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hoffentlich nichts. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beatdown for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Ich schätze mal. I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. Hm. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Natürlich. Nur für Mark Jefferson. Natürlich, was für Mark Jefferson? Wer ist jetzt Mark? Warte mal. Wer ist Mark Jefferson zur Hölle? Moment, guck mal hier, Mark, wo steht Mark? Ah, wegen dem Lehrer ist er gekommen. Ach, voll nicht wegen dem Lehrer, Alter. Was für, natürlich. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Also sie ist ihre beste Freundin und sie wäre quasi gestorben auf der Toilette. Das ist ja echt krank, Alter. Mach mal halblang. Ich wollte es. Es tut mir leid. Ich wollte es. Ich wollte kommen, nicht wegen dem Lehrer. I wanted to. I was just so tripped out over leaving Arcadia. Oh please, I'm sure your phone and laptop were frozen in time. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Unsere Antwort war wohl doch nicht so gut dann. Aber das ist doch die auf der Toilette angeschossen wurde, oder? Die hat ja auch blaue Haare gehabt, oder haben die alle blaue Haare und werden zum Super Saiyajin in der Schule? Ich weiß es selbst nicht genau, Leute. Aber es ist angeblich. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Welcome home. Ja, wir zocken auf jeden Fall noch weiter. Ich versuche jede Folge so eine halbe Stunde zu halten, Leute. Oder wir gucken mal. Vielleicht beginnt da jetzt ein neuer Abspann. Man weiß es nicht. Wir gucken einfach. Ja, teilweise ist die Grafik echt so wie bei The Walking Dead, finde ich, ne? Also von diesem Comic-Style. Ja, finde ich auf jeden Fall schon. Die Frage ist, wo fahren wir jetzt hin und alles? Ey, ich muss wirklich mich da reinfinden. Ich werde mir das Tagebuch mal auf jeden Fall nochmal durchlesen, Leute. Wenn ihr noch wichtige Tipps für mich habt, was bisher passiert ist, was ich don't be shy. Beachten sollte, dann schreibt es mir rein. Nice. Home, shit, home. Home, sweet home. Wir schauen mal jetzt an, was uns da erwartet wird in diesem Haus. So, wir sind wieder back home. Schöner 3D-Fernseher da vorne. So ein typisches Teenie-Zimmer, oder? Kennt ihr nicht auch? My room looks a bit different than the last time you saw it.
It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-fuhrer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Leute, ich glaube, die wohnt halt nicht bei dieser Mädchenklique, sondern die hat ihre eigene Bude hier halt mit ihrem Stiefvater. Deshalb. It won't play without any power. Ja, super. Aber du kriegst jetzt Strom her? Aha, mal einschalten, die Steckerleiste. Wie bei mir zu Hause. Immer safety first. Jetzt kommt zur Asche, yeah. Houston, we have the power. But we need to find a disc to play. Eine Disc to play? Wir suchen uns mal eine. Vermisstenposter, Mülleimer. Wo haben wir denn hier schöne CDs? Da haben wir keine. Seht ihr irgendwo welche? Ich sehe keine. Koffer. Suchen. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Ja, sie ist vor allem mal zum Hipster geworden, zum Gossip-Punker. Wir können ja weiter gucken, was das Chloe alles was always taller than me. We made her dad keep track of her height. America-Flagge. Guck mal hier in dem Schrank. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Was haben wir da oben drin? Ach. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Ja, ganz ruhig. Da drehen wir die Zeit zurück. Easy. Also beruhig dich. Vielleicht mal old cardboard boxes. Das hätte ja keiner wissen können, Leute, gerade. Wisst ihr, wie ich meine? And it reeks like dirty laundry. Ugh. Gross. Lecker, dreckige Wäsche. Aber das haben wir hier, Schublade. Nee, Mann, hier brauchen wir nichts, Mann. Wir können aber trotzdem mal gucken, natürlich. Wir gucken uns alles an. This postcard is from Rachel Amber. Vermisse dich, wünschte, du wärst hier, Rach. Vielleicht finden wir ja gleich irgendwas. Stell dir vor, die ist gerade in dem Fall verwickelt, dass die eine da vermisst wurde. Wir gehen der Sache mal auf den Grund, Leute. We had such a blast drawing these together. Krass. Power Girls, super. Die Powerpuff Girls. Kennt ihr die noch, die Powerpuff Girls, Leute? Das war auch geil, ey. Ja, aber wo sind denn die CDs? Ich finde ja keine. Hey, that TV used to be in the living room. Da sind die CDs. Sie sind hier unten, aber wie kann ich denn eine nehmen? Ich weiß nicht, wir gucken einfach mal hier. She looks super happy. She looks super sad. Happy, sad. She looks super stoned. Ach du Scheiße. Stefan, was kommt denn vor, der einen Penis im Mund? Ich mich totlacht. Ich hab gerade gar nicht genau hingeguckt. Ich dachte schon, was hat die da im Mund, ey? Junge, Junge. So, wir suchen mal hier. Vielleicht I think this junk swallowed her discs. Ja. Vielleicht sind die ja Mülleimer, wo wir waren ja gerade auch an dem Mülleimer vorbeigegangen. So, jetzt können wir Müll suchen, Alter. Was ist das denn? Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Krass, Strafzettel. Arcadia Bay. Gegen die Parkordnung. Hey, die war auch in Arcadia? Da sind wir doch hergekommen. Aber unsere CDs sind immer noch nicht drin. Hey, wo zur Hölle sind die CDs? So tell me, what does Max Caulfield do for fun now that she's a grown-up? Ich fühle mich nicht erwachsen, die Nacht durchfeiern nicht viel. Ich fühle mich noch nicht erwachsen. Die ist ja noch ziemlich jung. I don't feel grown up. Just more confused as I get older. Especially after today. Gee, thanks. I was hoping to hear something positive. About me? No, about me. Duh. I thought you'd at least be happy taking photos. Forget it. Okay. Warum soll ich jetzt mal zurück? Komm, ich spule mal zurück. Mann, immer dieses scheiß Zurückspulen, ey, das... So. So tell me. Ich fotografiere. Guck mal, jetzt können wir das sagen, um besser dazustehen. Okay, seht ihr das? Neue Antwortmöglichkeit. I take photos. Of me, the world, everything. It may sound sad, but I have a blast. It doesn't sound that sad. I'm happiest when I've got a great image in my lens. I'm not lonely, not afraid. Now that's more inspiring. I don't feel so totally hopeless. Ja, das war jetzt eine gute Antwort, Leute, ne? Jetzt bräuchten wir auch mal langsam hier Musik-CDs. Wir brauchen jetzt mal Lieder. Da, jawohl. Wir haben Musik. Musik. Ah, guck mal, das ist das Foto von dieser einen. Die vermisst wird, ne? Oha. Krank. Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. He's putting it mildly.
Alter. Das ist ja ein Vermisstenfoto, ey. Und auf der anderen Seite hat die einfach Mittel. Das ist Rachel Amber. Ja. Soll ich mal fragen, wer ist die? So einen tun. Ja, das machen wir mal lieber. So, who is she? Do you mind talking about her? Rachel Amber. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Ich hab es nie vergessen. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into LA. Los Angeles. Los Angeles. Ich verstehe, warum. Was ist passiert? Und deine Mutter? Was ist passiert? Ich frage, was ist passiert? So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. Woher weißt du das? How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Ja, das ist krass, Alter. Junge, Junge, Junge. Also wir waren anscheinend eine lange Zeit weg gewesen. Und jetzt sind wir wieder da, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir machen das nächste Mal einfach hier weiter. Wir schmeißen die Musik beim nächsten Mal an. Starten auch direkt so in die Folge rein und gucken dann mal, was uns Schönes erwarten wird. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute, für die heutige Folge. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das in Ordnung ist, wenn ich jede Folge 30 Minuten halte. Ich finde, 30 Minuten ist auf jeden Fall in Ordnung. Dann können wir uns auch immer schön viel Zeit lassen und alles schön anschauen. Und ja, man, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, das Spiel. Man will wissen, was mit dieser Rachel passiert ist. Man will noch viele andere Dinge herausfinden. Also es macht richtig Spaß, ob man wirklich die Person gerade ist, die man spielt. Man kann so viele Sachen hier auswählen, angucken, entscheiden. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß, Leute. Und ja, ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder übermorgen. Ich bin auf jeden Fall jetzt am Samstag, wie gesagt, in Köln auf dem Fußball-Event. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung, beziehungsweise die Daten, die ihr braucht. Also wer da zuschauen können möchte, Fotos machen will mit mir, kann gerne kommen. Ich bin jetzt raus, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao.